Led und X 27, Estens, Sorge um Christina Luft, ging es eigentlich besser, aber eigentlich könnte es sich Christina Luft, 33, so richtig gut gehen lassen. Nachdem sie letztens in Show 7 gemeinsam mit Tanzpartner Ali Güngör Müs, 46, verlassen musste, fuhr sie zu ihrem Liebsten Luca Henny, 28, in die Schweiz. Kürzlich gönnte sie sich eine kleine Auszeit mit ihm im Süden. Auf Instagram sendete sie ihrer Community liebe Grüße aus dem Himmel und meint damit Italien. Pizza, Pasta und Co. hat sie in vollen Zügen genossen. Und doch steigt die Sorge um Christina. Denn in ihrer Instagram-Story erklärt sie ihren Fans, dass sie einfach nicht gesund wird. Seit Ostern schleppt der Fanliebling eine Erkältung mit sich herum. Bereits nach der Osterpause kehrte die Tänzerin krank zum Training zurück. Und es ist keine Besserung in Sicht, meine Erkältung sitzt einfach fest. Mir ging es eigentlich besser. Aber jetzt schon wieder schlecht, erklärt die 33-Jährige verzweifelt. Ich verstehe es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist am Boden und kann das selber nicht bekämpfen und ich werde dauerkrank sein. Das möchte ich nicht, so die Wahlschweizerin. Ihre Fans bittet sie um Tipps. Unterkriegen lässt sich die quirlige Tänzerin aber nicht. Hoffentlich geht es Christina Luft bald wieder besser. Ekaterina Leonova gehört bei Let's Dance zu den absoluten Lieblingen. Nicht nur bei den ZuschauerInnen kommt die 36-Jährige gut an, sondern auch bei ihren Tanzpartnern. Immer wieder kommen Gerüchte auf, Ekaterina und ihre Promi-Männer würden sich mehr als nur freundschaftlich verstehen. Auch die aktuelle Staffel kommt nicht ohne Liebesgerüchte aus. Mittendrin, Ekaterina und Timon Krause, 28. Ihr Contemporary in der letzten Ausgabe von Let's Dance hat die Gerüchte mächtig befeuert und Fans diskutieren seitdem im Netz, was wohl abseits des Showparketts zwischen der Profitänzerin und dem Mentalist laufen könnte. Anstoß gab vor allem eine Aussage von Jurorin Mozi Mabuse, 42. Dieses Zusammensein von euch, ich glaube euch, erklärte sie nach der Performance. Was willst du sagen? Unterbrach Jorge González, 55, seine Jurykollegin prompt. Mozi reagierte ahnungslos, gar nichts. Punkt. Hab ich was gesagt? Vor allem ihre Ergänzung ließ ihre Jurykollegen, das Publikum und das Tanzpaar dann hellhörig werden. Wenn ich was sage, dann heiraten die Leute, weißt du Bescheid, so Mozi. Fans sind nach diesen Andeutungen und der innigen Performance ganz aus dem Häuschen. Ich glaube, sie sind ein Paar geworden, vermutet eine Userin unter einem Instagram-Posting auf dem Let's Dance-Kanal. Echte Gefühle, echte Emotionen, echte Blicke, so wundervoll. Man hat die Luft knistern hören, sick. Schwärmt ein anderer Fan. Einer will wissen, was ist das zwischen den beiden? Die Antwort einer Userin erhält er prompt, da ist irgendwie mehr. Sie haben eine Sendung verpasst. Alle Let's Dance-Infos können Sie in unserem News-Ticker nachlesen. Verwendete Quellen: RTL, Instagram.com.